So, da sind wir wieder bei Let's Play Minecraft. Verdammt, in welche Richtung muss ich laufen? Scheiße? Ich hoffe, in die Richtung. Nee, ich war zu faul, offscreen da irgendwie hinzulaufen. Oder hab's besser gesagt verplant, weil ein Live XP-Event war. Wenn ich mir einen Ranger hochziehen möchte. Ja, ich habe auf Peaceful, damit hier kein Mob spawnen. Ich denke, hier in die Richtung ist falsch, oder? Das kann ich erst an einem Booster. Wenn ich einen Booster finde, dann weiß ich's. Und ihr seht, wie viel noch nicht ausgeleuchtet ist. Also, bei Part 150 brauche ich, wenn der das dann macht. Was? Ey, das ist echt. Das ist echt schwer, den Ort zu finden. Also, wenn irgendwer will, machen will bei Part 150, schreibt es jetzt unter dieses Video hier. Und nicht wie jemand schon gemacht hatte, das letzte. Oder vorletzte? Ja. Also, bitte unter dieses, beziehungsweise unter dem 150. dann schreiben: Ich baue dir die Lampen. So oder so ähnlich. Ich glaube, ich laufe in die falsche Richtung. Ja, bin ich mir so ziemlich sicher, würde ich behaupten. Ich kann es erst an einem Booster abschätzen. Das ist echt dumm. Wieso war ich so faul? Oh je. Yeah. Ich habe keinen April-Scherz gemacht, weil... Bla, das... Weil mir keiner einfiel und ich keinen nachmachen wollte. Falsche Richtung gelaufen. Yay! Nein. Und den von Gronkh fand ich lächerlich, ganz ehrlich. Das war mir. Ich habe das mitbekommen, was Gronkh da gemacht hat und das war mir echt. Das ist echt lächerlich gewesen. Aber total lächerlich. Da gibt es echt kreativere Sachen. Ey, hier, Wölfe. Hätte ich jetzt Fleisch oder Knochen, könnte ich die zähmen. Wie kommst du hier drauf? Da. Hab ich echt noch was übersehen? Ich glaub's nicht. Stirb, Schwein! Stirb! Stirb! Yeah! Über zwei Stück Fleisch. Oh, das ist perfekt. Wenn die Wölfe noch da sind. Nam nam na 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 na. Kuh, wie kommst du hier hin? Kuh, wie kommst du hierher? Das weiß ich auch nicht. Na, folgst du mir jetzt? Hä, das sind mehr Hunde. Warum? Ich bin jetzt Schwein. Ich geh sterben. Wie viel braucht man denn, um einen zu zähmen? Wow, jetzt habe ich den wütend gemacht. Aha. Ich habe ihn getötet. Hey, ist aber echt ernsthaft mal. Wie viel Fleisch muss ich denn füttern, damit die gezähmt werden?
Egal. Also weiter in die Richtung. Mit Knochen soll man die am besten zähmen können, habe ich gehört. Neu, ich habe meine ersten Wölfe gesehen und ich töte sie gleich. Hä, warum ist das hier nicht ausgebessert? Was zur Hölle? Habe ich die... Irgendwie habe ich immer Stellen übersehen. Ich sehe meine ersten Wölfe und ich töte sie gleich. Ich bin ein Held. Ja, ja. Ja, ich habe aber keinen Knochen und ich weiß nicht, wie viel Fleisch man denen füttern muss, also. Aber wir werden noch oft genug welche sehen, denke ich. Und, wenn ich es irgendwie erkunden würde, ich weiß nicht, ob das entfernt wurde oder ob das im April war, dann gibt es irgendwie so solche Kisten, die man nicht öffnen kann und man braucht irgendein bestimmtes Item angeblich, aber dieses Item gibt es dann auf so einer Seite bei Minecraft zu kaufen in Häkchen, aber das ist nur ein Schätz, wenn man auf erstens kostet irgendwie ewig viele Dollar angeblich und dann zweitens, wenn man auf weitermachen will, so zum Bezahlen und so, dann kommt so ein was war es, ein Velociraptor? Was Velociraptor? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ein Dino und macht ein Geräusch und das war es dann auch schon. Und diese Sachen sollen aus laut Destroyer Machine, einer von den Together Players, aus Team Fortress sein irgendwie. Ich kenne mich da nicht aus, also die Informationen sind wenn von ihm. Also nicht mich verantwortlich dafür machen. Da. Ja. I make myself tons of TNT. Da. Okay. Lass mal das. Gott, ist der Weg lang. Ich hätte es echt mal offscreen machen wollen, hier langlaufen. Aber ich bin so vergesslich. Ich will nicht mich dafür verantwortlich machen. Ja. Nein, to fly mal wieder. Nein, ich wollte mir meinen Ranger auf. Mit 20 hochziehen. Ja, Axion wird wissen warum. ja, und bei XP Event war, dachte ich, oh, da kannst du ja mal anfangen damit. Und ja, jetzt ist er 77 schon. Na denn, und ja, da werde ich dann auch heute weiter leveln oder leveln lassen. Weil Equip ist so selten und bevor ich gar nichts mache, lasse ich mich lieber leveln. Ja. Ah, mein erster Char ist ja 130 Hero Slayer. Ja. By the way, Flife. Axion, zockst du nicht mehr? Bist du inaktiv? Willst du nicht mehr? Schenk mir deinen Account. Nein. Bist mit Minecraft bestimmt beschäftigt und allem anderen mit Arbeiten und so. Deswegen keine Zeit. Stimmt. Wette ich. Und deswegen nicht so oft on. Das ist, wenn meine Theorie nicht stimmt, mir egal. Naja, es gibt auch Leute, die geben erst 20 Euro aus und dann. Oh nee, ich hab doch keinen Bock mehr auf Live und. Erstmal und dann. Irgendwann werde ich wieder zocken und ja. Ja, nee. Die Person wird auch das bestimmt 100% runterschreiben. Das war mir klar, dass das dann auch noch kommt, wenn du Axion schon erwähnt. Ja. Ach, noch eine Serie, die ich empfehlen kann. Also ich finde die zumindest gut, ist Las Vegas. Also da geht's halt immer darum, solche Sachen, die halt in einem Casino da passieren können, sowas wie Karten zählen, so Betrüger und
oder Manipulation von Geldautomaten. Naja, nicht da, hauptsächlich darum geht's, aber so um die Sachen, die mit Sicherheit uns Betrug und so da zu tun haben. Es ist eine Serie, also nicht so eine Dokumentation, wie sich das gerade angehört hat, irgendwie. Es ist eine richtige Serie. Also ich kann die nur empfehlen. Wow, und da hat's geleckt. Nein. Nachher mal gucken, ob ich mir in den Tage Professor Layton als Manga hole. Mal gucken, wie das ist. Und auf jeden Fall werde ich mir Neon Genesis Evangelion hole, noch als Manga. Habe ich vorhin gesehen im Buchladen für 2 Euro der erste Band. Und das für ein Manga. Boah, das will ich. Dachte ich, kann ich mir kaufen. Vielleicht verstehe ich dann auch ein bisschen mehr von dem Ende. Und so. Weil Mangas sind meistens besser beschrieben. Es gibt einige Ausnahmen. Zum Beispiel Chobits soll grottige Übersetzung haben. Der Manga. An manchen Stellen. Ja. Aber mal sehen, wie das ist bei Neon Genesis. Bei Elfen ist es das größte Beispiel. Es geht weiter und man lernt auch mehr kennen, noch über die Charakter und alles. Es gibt zum Beispiel einen Charakter, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißt. Die kommt im Anime gar nicht vor, außer in dieser, glaube ich, Elfen-Halb-Folge. OVA oder so. Nennt sich diese extra Folge mal oder so ähnlich. Ja. Aber sonst kommt die gar nicht drin vor. In der ganzen Serie. Ja, bei Death Note ist es ja ein anderes Ende, aber sonst eigentlich so ziemlich gleich, aber da lernt man auch natürlich noch ein bisschen mehr über die Charakter kennen. Also eigentlich lernt man immer durch Mangas noch ein bisschen mehr die Charakter eher kennen. Also. Als in einem Anime. Oh, ich bin gleich da. Ja. Deswegen mal gucken. Und mal gucken, wie der Professor Layton Manga ist, weil Professor Layton Film fand ich ja schon gut. Aber Manga, das Cover sieht schon so bedeppert aus. Also ich erhoffe mir nicht zu viel davon, aber mal gucken, wie es ist. Vielleicht bin ich positiv überrascht oder naja. Mal sehen. Ja, was gibt's noch so zu erzählen? Andere Mangas, die man empfehlen könnte, wären Angel Sanctuary. Da gibt's so viele. Vampire Knight, Hellgirl, finde ich gut. Magister Negi Magi gibt's, glaube ich, sogar auch als Manga. Ich weiß nicht, ich kenne nur den Anime. Was gibt's denn noch für gute Mangas? Die meisten sind mit sind eher für weibliche Personen, die ich kenne gerade. Der Chobits gibt es auch noch als Manga, aber der ist, naja, geht so. Oh, jetzt muss ich überlegen. Dragon Ball finde ich als Manga auch besser. Weil, oh, der Anime, der ist manchmal so richtig grottig übersetzt. Oh, jetzt sind wir am Bahnhof. Aber wo ist mein Minecart? Wo ist mein... Ah, den habe ich nicht zurückgesetzt. Wo habe ich das Minecart hingepackt? Bestimmt in der Kiste. Nein. Dragon Ball finde ich als Manga besser. Detective Conan finde ich den Manga auch ganz lustig. Hier habe ich das drin, stimmt's? Ja. Ich weiß gar nicht, was ich als letztes machen wollte. Viel schaffe ich jetzt eh hier nicht mehr. ja. Gundam Wing ist, glaube ich, auch als Manga. Den muss ich mir unbedingt mal holen. Ich schaff's einfach nicht, diese Serie zu Ende zu gucken. Ich glaub's nicht. Ja, hier wollte ich weiterbauen, stimmt's? Nein. Elfen ist zu empfehlen. Death Note natürlich. Alien Sanctuary, wie gesagt. Neon Genesis würde ich, glaube ich, sogar empfehlen, auch wenn ich den Manga noch nicht kenne, sondern nur den Anime. Ja, Hey Girl, das sind immer so kleine Geschichten,
in einem Buch, also es geht um das Hey Girl, ich weiß nicht, wie sie heißt, es gibt so eine Website oder wie auch immer. Gibt es so die Website oder kann man es auch anders? Nein, da schreibt man den Namen von einer Person, die man sterben lassen will, glaube ich. Was? Rein. Und diese Person holt sich dann das Hey Girl. Und wenn man später, wenn man selber stirbt, so ähnlich, dann hat man, weil, holt man, wird man das nächste Hey Girl? Nein. Wie war's? Dann holt sich das Hey Girl deine Seele, weil den Pakt schließt du mit dem Hey Girl ab, wenn du den Namen da einträgst auf der Website. Ja. Das sind immer solche kleinen Geschichten. Ich weiß ja nicht, ob die überhaupt zusammenhängen waren. Ich glaube nicht, dass die zusammenhängen waren. Ja, ein paar Steine hier kurz schnell weggemacht und dann muss ich hier auch cutten. Bis zum nächsten Mal, ich bin an einem Game Diana Jones.